Wuppertalbrücke, zum Teil in Wolken. In einem Kilometer. Teil sieht man, ich glaube, wir fahren jetzt sogar gleich drüber, oder? Da geht's jetzt drüber. Bin mal gespannt. Ja. Zum ersten Mal, dass wir drüber fahren. Bisher sind wir auch nur mit dem Fahrrad drunter gefahren. Mehrmals schon unten durch, ne? Ja. Da ist sie. Das sieht total geil aus. Hier vorne ist keine Ebene. Ja, wie gesagt, einmal rum und dann drauf. Jawohl. Wow. Da vorne ist sie wieder. Hammer. Hier oben ist schon wieder das schöneres Wetter. An der Mosel unten war noch alles und Nebel. Ja, in Grach war noch ziemlich Nebel und dann ja, hat es sich aber langsam aufgelöst. Unten ist Sonne, oben noch Nebel, hat man es richtig gemerkt. Ne? Mhm. Und jetzt hier wird es immer sonniger. Und auch hier nochmal an der Stelle, wir müssen uns entschuldigen für die dreckige Frontscheibe, aber wir haben leider noch keinen Wischer. Den müssen wir uns die Tage vielleicht irgendwo noch besorgen, dass wir die Scheibe mal sauber machen können. Genau so ist es. Und jetzt geht es über die Hochmoselbrücke. Premiere für uns. Das stimmt, ja. Hochmoselbrücke. Ja, jetzt sind wir in dem Bereich, wo der Nebel ist. Ja. Aber auch der wird heute noch verschwinden. Das Einzige, was man leicht wieder hört, ist die Dachraube, wie sie Luft zieht da oben. Ja. Und in einem anderen Video haben wir es ja schon angesprochen gehabt, diese Dachhaube, dass sie pfeift. Und es sind auch schon etliche Kommentare dazu gekommen. Vielen Dank dafür schon einmal. Ja, es scheint tatsächlich so Zwangsbelüftung oder Entlüftung zu sein. Ein paar Tipps und Tricks haben wir bekommen. Das werden wir alles einmal ja, sammeln und dann schauen, was wir daraus machen. Kriegen wir auch alles hin. Bestimmt. Das sind alles Kleinigkeiten. Sind wir ganz entspannt. Aber bis jetzt immer noch total zufrieden, ne? Auf jeden Fall. Das ist so ein schönes Auto. Ja. Macht richtig Spaß. Vor allem der Blick hier rum. Auf dem Stellplatz haben wir uns eben welche gesagt, die finden das wie ein Aquarium. Wie so ein kleiner Fisch, wie der im Aquarium drin sitzt und man guckt nach draußen, man kann alles sehen. Ne? Also Aquarium finde ich das jetzt nicht, weil Aquarium ist für mich ein Feuchtgebiet, Feuchtbiotop oder was weiß ich. Und ja, feucht haben wir es da innen gar nicht. So fühlt sich der Goldfisch, wenn er rausguckt. Ja. Nö. Bin ich anderer Meinung. Mach mal Licht an. Mach mal Licht an. Jetzt fährt Licht aus. So. Dann war es das jetzt, glaube ich, wieder Hochmoselbrücke. Ja, jetzt sind wir im Hochnebel. Hochnebel. Also weiter geht's Richtung Lüdinghausen. Angekommen in Lüdinghausen. Jetzt haben wir uns erstmal Kaffee gekocht und unser Stück Gebäck, was wir heute früh beim Bäcker mitgenommen haben, rausgeholt. Ne? Die Sonne scheint. Prost, Kaffee. Ja, Prost. Ja, was wir jetzt hier vermissen, ist der angekündigte Stellplatz, wo man an der Halle stehen kann mit Fähr- und Entsorgung. Haben wir jetzt nicht entdeckt. Wir sind einmal rumrum gefahren. Jetzt bleiben wir erstmal hier stehen. Dann ja, wie gesagt, Fähr- und Entsorgung vermissen wir tatsächlich ja wenig. Ich meine, Stellplätze, man kann sich ja hier breit machen, ist ja Sonntag, ist kein Problem. Aber Fähr- und Entsorgung haben wir eigentlich schon damit gerechnet, dass sie da ist. Ja. Weil hat's angepriesen gewesen, dass es da ist und wir haben damit gerechnet, dass wir hier dann noch unser Abwasser wegbringen können, weil wir müssen ja eigentlich leer sein. Ja, wir duschen jetzt aber auch gleich nochmal, das machen wir trotzdem. Wir machen das Abwasser wieder voll. Ich bin nur froh, dass ich heute früh noch auf dem Stellplatz Wasser getankt habe. Und nicht leer hergefahren mit, weil es hat dort früh schon geblinkt, es war wirklich leer. Wir haben es voll gemacht, dann weil wir noch jetzt duschen wollten. Dann hätten wir losgehen müssen und irgendwo schauen müssen, dass wir Wasser kriegen. Ja, wären wir jetzt da gestanden. Ja, naja. Glück gehabt. Hat sich wahrscheinlich die Bauarbeiten etwas verzögert, aber ja. Dann hätten sie es halt auf die Homepage schreiben sollen, ne? Dass es noch nicht so weit ist. Naja, okay. Naja, jetzt sind wir hier. Gott sei Dank scheint die Sonne. Mal auf morgen ab, ne? Ja, Gott sei Dank scheint die Sonne. Jetzt haben wir uns ja schon mal ein wenig rausgesetzt und... Ja, es gibt erstmal Kaffee. Die Aussicht ist jetzt nicht so prickelnd wie an der Mosel. Oh, dafür haben wir unsere Ruhe. Ja, mal gucken, wie lang.
Es sind ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 Torhüter. Ja, vielleicht kommen wir ja noch ein paar. Ja, neben uns steht schon einer, der hat, glaube ich, morgen Kundendienst. Mhm. 2 Jahre seine Hydraulikstutzen drin. Und da könnten ja eigentlich bis morgen früh noch 4 weitere kommen. Komm. Wir haben auch um 8 Uhr einen Termin. Schauen wir mal. Wir kriegen den Tag und den Abend schon rum. Ach ja. Also, wir melden uns. Hallihallo. Hallihallo. Guten Morgen. Jawohl, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist kurz nach 9 in Lüdinghausen. Unseren Amadeus haben wir jetzt um 8 Uhr abgegeben. Der kriegt jetzt seine Hubstützen. Wir haben die Fahrräder rausgeholt und schauen uns mal ein wenig die Gegend an. Es ist nur ein wenig sehr frisch. Ja. Aber gut, es wird, die Sonne kommt raus und es wird schon werden. Wir müssen jetzt bis 14.30 Uhr unsere Zeit irgendwie vertreiben. Ja. Ja, und schauen wir uns halt ein bisschen um hier. Ja, und jetzt sind wir hier aufs Schloss Lüdinghausen gestoßen. Wasserschloss, außenrum der Burg oder Schlossgraben. Wenn es ein Schloss ist, ist es ein Schlossgraben. Ja. Sieht ganz hübsch aus. Und ich denke, so wie es, glaube ich, da vorne ausschaut, kann man da auch hochgehen. Das müssen wir auch gleich mal machen. Und ja, irgendwie, wenn wir den Dach schon rumkriegen, ne, Olli? Ja, bleibt uns auch nichts anderes übrig. Aber ist schon sehr herbstlich geworden. Also. Ja, früh vor allem. Ne? Nachmittag, gestern Nachmittag und abends war es ja noch sehr angenehm. Ja, ne? Aber auch nachts wird es richtig kalt. Nachts wir haben heute kalt. Nacht schon die Heizung wieder angehabt. Ja, da sind wir schon Frostbeulen. Ja. Aber naja. Ist halt so. Ist halt so. Gardasee wird auch nicht schlecht. Bestimmt wärmer. Na gut, schauen wir mal, wie das Schloss von da oben ausschaut. So, und jetzt muss ich mich gleich mal wieder verbessern, weil die Manu hat wieder Blödsinn erzählt. Weil nicht jedes Gebäude, wo Wasser rum ist, ist ein Schloss, ne? Ein Wasserschloss. Das ist eine Burg. Eine wir Burg. Sind jetzt hier bei der Burg Lüdinghausen. Genau, Burg Lüdinghausen, so ist es. Aber gut. Man kann nicht alles wissen, mein Gott. Für mich war das ein Schloss. Aber schön anzusehen. Ja. David, gehen wir weiter, komm. Mami will doch mal durch. Burg Lüdinghausen, Verteidigungsanlage im 30-jährigen Krieg. Ah ja. Weißt du eigentlich, wie lange der 30-jährige Krieg gedauert hat? 30 Jahre? Könnte sein. Könnte sein. Ich habe mal was gewusst. Ja, dann gehen wir mal vor da. Zur Burg. Was steht denn da angeschrieben? Burg Lüdinghausen, Renaissanceburg im 12. Jahrhundert erbaut und unter Gottfried von Resfeld im 16. Jahrhundert umgebaut. Jo. Ja, jetzt habe ich mal dort oben einen kurzen kleinen Rundgang gemacht. Ja, ist halt eine Burg. Und hier geht es weiter zur Burg Fischering, 8 Minuten. Schauen wir uns die auch mal an. Wir haben ja nichts anderes zu tun. Ja, die Burg Fischering haben wir jetzt gefunden. Und die sieht wirklich schon aus wie eine Burg. Also das, so stelle ich mir eine Burg eher vor. Richtig hübsch hier. Guck mal. Auch mit Wassergraben außenrum. Ist ja cool. Also sieht echt interessant hier aus.
ist ja cool. Ja, das sieht schon richtig idyllisch aus hier, ne? Ja, das sieht mehr aus wie eine Burg, ne? Ja. Und so richtig ruhig noch so früh. Früh 9:30 in Lüdingshausen. Die ersten Bauarbeiter machen schon ihre Pause. Die holen hier Knoppers raus. Ja. Kennst du die Werbung? Ja, ja. Deutschland früh 9:30. Ja, wer bist denn du? Du denkst, du kriegst jetzt was? Hm? Ja, ist ein schöner Park hier. Und nachmittags bestimmt ein schöner Ausflugstipp hier mit der Burgschenke. Hast du? Auch wieder? Da! Ja, magst du da ein wenig auf die Brücke gehen? Komm, wir gehen nochmal mit dir auf die Brücke. Schau. Schau mal, was da für Karpfen drin ist. Wo siehst denn du da? Oh Gott, ist das ein riesen Ding. Der ist schon alt. Ja, Wahnsinn. David, wenn los. Hast du dich da im Spiegel gesehen? Hier der natürliche Wasserspiegel. Das sieht schon cool aus. Also Hammer. Mega. Wie sich die Burg hier spiegelt. Und nach dieser Burg, ja, Besichtigung, innen waren wir ja nicht, aber außenrum waren wir schön durch den Park gelaufen. Ja, sind wir jetzt wieder reingefahren Richtung Lüdinghausen und haben hier beim Edeka einen Bäcker entdeckt, wo man schön draußen sitzen kann. Natürlich mit Hund, für uns immer ganz wichtig. In der Sonne sitzen wir auch und Olli organisiert uns jetzt mal einen Kaffee. Vielleicht bringt er ja noch irgendwas Leckeres mit. Und dann werden wir uns hier in der Sonne erst mal ein bisschen aufwärmen. Jetzt haben wir endlich einen Hagebaumarkt gefunden, ne? Ja. Jetzt kaufen wir uns einen Wischer, damit wir unsere Scheibe wieder sauber machen können. Auf jeden Fall, ja. Damit schauen wir, dass wir da finden. Ne? damit wir und ihr besser ausschauen können wieder. Genau. Und der Hund? Hoffen wir, dass er mit rein darf. Wir probieren es jetzt einfach mal mit Wagen. Oh, steht nichts von Tiere verboten, also. Oh. Und im Wagen ist er gut aufgehoben. Gehen wir mal rein. Sind wir auch noch fündig geworden, ne? Endlich. Und die Satteltaschen sind wieder voll. Einkaufen wollte man jetzt grundsätzlich. Weiß nicht, muss man da jetzt eine rote Fahne anhängen, wenn das ein bisschen hinten rausragt, oder? Also ich muss jetzt aufpassen, falls du wieder mal abrupt bremst, nur dass ich mir das Ding dann irgendwo hinramme. Ja, ich versuche das mal so. So. Ja, ich stehe jetzt hier vor der größten Maggi-Flasche wahrscheinlich der Welt. Nehme ich mal an. Ja, hier in Lüdinghausen ist auch Nestle Maggi ansässig. Wir sind jetzt rumgeradelt und sind dann zufällig da drauf gestoßen. Es gibt hier auch einen Werksverkauf. Montags ist er allerdings geschlossen. Ich glaube, da hinten sehe ich da die Flaggen. Wir fahren gleich da nochmal hinter. Ja, kann man hier dann sich, wenn man Maggi-Fix-Produkte mag, kann man sich hier damit eindecken. Und ja, ich dachte, so kann man seine Zeit dann hier auch rumbringen. Ja, im Hintergrund seht ihr unseren Amadeus, der ist jetzt fertig, hat seine Hubstütze bekommen. Olli kriegt jetzt gerade noch die Einweisung und dann räumen wir unsere Fahrräder wieder ein und dann geht unsere Fahrt weiter Richtung Norden. Und hoffentlich bleibt das Wetter auch so gut wie jetzt, dass wir da dann noch ein bisschen was von der Landschaft haben. Also,
Läuft das Ding schon? Ja, die Kamera läuft schon. So, also Kupplung, Kupplung treten, Bremse treten. Parken. Dann musst du vorne den Drücker drücken damit. Ja, ja. Und dann gehe ich auf Dauer. Genau. Handbremse haben wir ja lose. Auf geht's. Kannst du vorwärts hinfahren, ja? Du weiter, ja? Weiter, 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 weiter. Ein Stück weiter und dann fährst du rückwärts dann dahin. Noch ein Stück weiter vorwärts. Gut. So, jetzt zum Rückwärtsgang. Genau. Einwandfrei. Lass du eingeschlagen, ja? So, noch ein Stück. Stopp. So, jetzt anders, nee, anders. Ja, so noch ein Stück weiter zurück, ja? Stopp. So, und jetzt vorwärts, anders einschlagen. Richtig voll rein. Ganz lange die zurück. Gerade. Stopp. Passt. Parken. Und ausschalten. Ja. Aber ich brauche eine Abwasserkamera. Weil ich hätte jetzt da x-mal gesagt, kann ich stehe schon mitten drauf. Aha. Aber weil ich das halt alles so oft mache, wahrscheinlich. Was brauchst du jetzt so? Oh, den Verschluss. Jetzt holen wir irgendwas mal bei dem. Halt's mal kurz. Wo die Fahrzeugschein gestern gebraucht haben. Ah, okay. Lass mal jetzt hier noch Wasser ab und dann geht's weiter. Mittig? Nein. Habe ich das Loch getroffen? War ganz einfach. So, wir sind dann mal für heute angekommen an unserem Ziel. Und zwar sind wir hier in Eckernförde bei Dietronic. Dietronic bekannt für Alarmanlagen, für Wohnmobile und ja, Wohnwagen natürlich auch. Wir kennen ja Dietronic schon lange. Wir haben schon zweimal Dietronic-Anlagen in Wohnmobilen gehabt. Der Amadeus und auch unser Vorgänger hatte eine Dietronic-Anlage. Und ja, unser neuer Amadeus soll natürlich auch damit ausgestattet werden. Es war uns von vornherein klar, dass da Dietronic wieder reinkommt und nichts anderes. Und jetzt haben wir auf der Messe dann den Termin ausgemacht. Und sind dann heute hier hochgefahren. Wir haben uns ja gesagt gehabt, es gibt hier Stellplätze für Wohnmobile, wenn man hier übernachten will. Aber es sind eben nur Stellplätze für Kunden, was auch gut ist, weil wenn man da nämlich einen Tag vorher anreist, hat man hier dann, ja wie gesagt, Platz. Man kann sie herstellen. Man hat Strom hier auch. Und
Von hier aus ist es auch nicht weit rein in, ja, bis zum Hafen, zum Hafengebiet von Eckernförde. Man kann dann mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß reingehen. Ich glaube, so 4 Kilometer habe ich jetzt einmal, so ungefähr 3 bis 4 Kilometer habe ich jetzt einmal ein wenig gegoogelt. Und ja, das werden wir jetzt auch machen. Wir werden jetzt mal losdüsen, ein wenig die Gegend anschauen. Die Fahrräder haben wir schon raus. Vorher haben wir natürlich erst schon mal unsere Hubstützen hier rausgefahren. Und ich hätte echt nicht gedacht, ne? Schaut euch das einmal an. Der Vorderreifen ist in der Luft. Ich habe nur zum Olli gesagt, oh, wir stehen ja eigentlich fast gerade. Und dann hat er die Hubstützen rausgefahren und dann sieht es so aus. Also da hätte ich alles Mögliche geschworen, dass es so viel nicht hochgeht. Aber er ist gerade. Jetzt ist er gerade. Ja, so kann man sich täuschen, ne? Ja, ich sage, Olli hat die Fahrräder schon bereit gemacht. Er macht sie auch gerade drinnen noch fertig. Und dann werden wir hier auch mal losfahren. Von der Alarmanlage, vom Einbau selber, werden wir ein extra Video machen. Und ja. Ja, schauen wir mal, was heute noch so passiert, ne? Jedenfalls finde ich das klasse, diese Parkplätze hier. Genügend Platz, sind 3 Stück. Und auch da hinten drin, aber ich glaube, die hinten drin sind nicht zum Übernachten. Da werden wir dann morgen reinfahren.